Herzlich willkommen zu meinem 42. Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Grundkompetenzen. Jetzt geht es um den Task Manager und ich zeige dir dort dann, wie du die laufenden Apps, Programme und Hintergrundprozesse dir anzeigen lassen kannst. Du kommst in den Task Manager sehr einfach über die Tastenkombination. Jetzt brauchst du drei Tasten: die Steuerungstaste, die Alt-Taste und die Entfernen-Taste. Die musst du auf deiner Tastatur finden. Steuerungstaste und Alt-Taste befinden sich eher links unten und die Entfernen-Taste eher rechts oben in der Mitte. Also ich drücke Steuerungstaste, Alt-Taste, habe ich jetzt gedrückt und jetzt drücke ich noch die Entfernen-Taste. Dann geht das hier auf und ich wähle mir hier dann den Task Manager. Es geht jetzt hier auf, klicke auf Mehr Details und kann dann hier bestimmte Prozesse mir dann anschauen. Hier oben sehe ich dann Apps eingeblendet und weiter unten sehe ich dann die sogenannten Hintergrundprozesse. Diese Hintergrundprozesse sind Programme, die im Hintergrund laufen, die ich in der Regel gar nicht so mitbekomme. Zum Teil auch Programme, die helfen, dass andere Programme gut funktionieren können. Also zum Beispiel Programme, dass man diese einem anderen Programm dann erleichtern, dass man hier etwas zum Beispiel dann aufnehmen kann, dass man etwas drucken kann und so weiter. Ja, das war insofern jetzt einmal der Task Manager, was das Anzeigen von Programmen und Hintergrundprozessen betrifft. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video.